Und dann geht es jetzt hier zum Beispiel bei diesen Melonenfarmen, also einmal weiter, Apfelfarmen, Kornfarmen. Mal gucken, was gibt es noch alles für Farmen? Grape, Tomato, Pumpkin Farm, also da würde sich ja Bionano freuen, Bananenfarm. So. Diese ganzen Plantagen. Werde ich jetzt mal gucken oder versuchen mitzunehmen. So, Pumpkin muss ich mir merken, muss ich dann raus. Inventar. Und wo sind die modernen Aliens? Nee, wir sind ja bei Animalica. Oh nein, das sieht ja jetzt schon aus wie dein Minecraft-Let's Play. Alles einmal hingeklatscht. Hast du da Straßen gelassen? Naja, ich habe Wege gelassen, genau. Straßen kann man ja irgendwie nicht richtig hinbauen. So, jetzt muss ich mal gucken. Farm. Cool. Farm würde ich ein bisschen abseits machen. Ja, denke ich mir auch. Auf was für einer Map bist du? Auf dieser neuen europäischen? Osteuropa. Ah, cool. Ich werde mir jetzt mal hier. Hi. Und der farmt auch wirklich ab. Da kannst du dir ab und zu aus der Kiste was zu essen holen, obwohl du kein Essen brauchst. Na, ich brauche nichts zum Essen. So, die drei. Ich habe sogar schon die ersten Bevölkerungsgruppen hier. Ja, du brauchst ja immer einen Arbeiter dazu. Ach, Getreide und Mais. Kannst du ganz viel So. Popcorn machen. Tiere können hier, glaube ich, auch halten. Ja, Bionano, ja, muss das irgendwie schon mal offline gespielt haben. Ich kenne ja wirklich nur noch das alte Update und das war ja noch nicht so weit entwickelt wie hier. In meinem alten Spielstand hatte ich nur eine einzige Farm, und zwar eine Tomatenfarm. Hab den ganzen Tag dann nur Tomaten gegessen, das war auch merkwürdig. So. Das ist so eine richtig schöne Farmstraße. Was ist denn das vom Berg? Ach, das sind Ruinen. Okay. Ja. Die werde ich auf jeden Fall, ja, ich werde mal gucken, dass ich die verbinden kann hier rüber. Die 8 war es. Sag mal, ich sehe ja nicht, wo hier was aufhört und wo was anfängt. So. Genau. Dass ich da auf jeden Fall nicht reinbaue. Ich glaube, das war die. Ja, Bananenfarm. Und die 9. Okay, dann auf jeden Fall hier. Der steht dann neben den Bäumen und so weiter. Und die 0 auf jeden Fall kommt auch noch dazu. Dann kann ich jetzt hier gegenüber weitermachen. Dir mal das Fenster auf. Ja, Fenster kommt noch. Dann. Stimmt, geht ja nicht weiter. Wo geht es denn jetzt hier weiter? Wo wollen wir denn hier weitermachen? Dann haben wir auf jeden Fall hier diese Farm. Jetzt gehe ich mal zu 1. Ja, warum nicht? Dann die 2. Die 3. Die 4.
Im Moment gleicht sich das ja noch super aus. D5. Im Moment passt das wirklich noch alles einwandfrei. So. D6. Und hier geht es jetzt wieder weiter. Okay, dann geht es hier weiter mit der 8. Man merkt wirklich, hier ist wirklich einiges möglich, was man hier nutzen kann. Im Kreativmodus ist das natürlich leicht gesagt. Im Survival-Modus ist es natürlich schwieriger, aber man sieht jetzt zumindest, was im Survival-Modus alles möglich ist, was man alles wirklich machen kann und nicht irgendwie nur so, wenn man genug Rohstoffe hat. Davon hängt es ab immer. Gut. Jetzt muss ich gucken, dass ich wieder so baue, dass die Straße erhalten bleibt, nicht dass ich mich wieder dicht baue. Genau. Das heißt, ich werde weiter in diese Richtung so, ja, mich gestalten, freundlicherweise. Die 4. Und die 5. Mal gucken. Bin echt gespannt, was man hier noch alles hinstellen kann. Von den kleinen Dekorationssachen noch gar nicht abgesehen. Also, ich weiß auch gar nicht, wie ich diese, was nenne, Animalica, Let's Play Animalica. Was ist alles möglich? Vielleicht. Und dann Folge bla 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 bla. Mal gucken. Dann weiter zum Kodex. Ich habe gesagt, ich bin beim Pumpkin stehen geblieben. Pump. Nee, das war schon zu weit. Pump, pump, pump. Hier. Das habe ich alles. Dann einmal hier, da, so. Immer mitnehmen hier. Gib Kante. Oh, eine kleine Kirsche. Okay, den nehme ich mit. Ein Windrad. Was ist denn das? Na. Was gibt es denn noch? Muss ich mal gucken, wo ich hier stehen geblieben bin. Also bei den Wasseraufbewahrungsbehältnissen. Die nehme ich jetzt mit nach vorne, genauso wie das und das. Ja, gut. Dann werde ich mal gucken, dass ich das Ding jetzt so hinschmeißen kann. Die 9. Denn das werde ich jetzt hier in die Mitte stellen. Wow. Passt absolut nicht hier rein, aber egal. Sonst Stahlgeschoss in diese altmodische Gegend. Die 8. Die kann ich ja auch noch irgendwie in die Mitte stellen. Krass. Dann die 7. Ich bin hier. Das heißt, ich kann jetzt mal so jetzt wieder in die Richtung bauen. Da, genauso wie mit der 6. Die 4 ist das gleiche Spiel. Die werde ich direkt hier ransetzen.
So, gut. Und der kriegt gleich einen Nachbarn. Und wir sehen uns dann auch gleich in der nächsten Folge, wenn es weitergeht.